Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu Torshow Nummer 4 mit Spieltag Nummer 21. Ja, komische Konstellation, aber ist so. Heute also schon die Rückspiele von vor 3 Wochen. Und da starten wir rein in Dreieich, die auf Bad Vilbel treffen. Am ersten Spieltag gab es da ein 3:2 für den SCHD, die durch Dennis Talian auch das Tor des Tages beigesteuert haben. Heute startet aber der FV besser in das Match. Aydin Maksumic trifft von der Strafraumkante platziert. Der 34-jährige Bosnier spielt seit 2016 schon im Verein. Hier sorgt er für die Führung nach einer halben Stunde. Im zweiten Spielabschnitt, als dann auch die Flutlichter für romantische Stimmung sorgen, erhöht Bad Vilbel sogar auf 2:0. Dreieich im Defensivverhalten zu passiv da. Torben Knauer läuft durch und kommt so als erstes an den Ball. Das Hinspiel war denkbar knapp. Heute scheinen die Grün-Weißen nicht aufzuhalten zu sein. Wenige Minuten vor Schluss bringen die Dreieicher aber nochmal Pfeffer in die Angelegenheit. Toni Reljic verkürzt auf 1:2 aus kurzer Distanz. Der Treffer fällt aber zu spät. Bad Vilbel gewinnt in Dreieich und sammelt wichtige Punkte gegen den Favoriten. Wir machen weiter. In Hanau, der älteste Fußballclub Hessens, spielt gegen den SC Waldgirmes. Und das Spiel ist lange offen und sucht einen Sieger. Der SCW ist sehr defensiv eingestellt, nutzt diesen Abspielfehler des Keepers eiskalt aus und macht hier den späten Führungstreffer. Und das in einem Spiel, in dem sich viele sicher waren, das Ding endet 0:0. Aber denkste, Hanau wirft alles nach vorne und fängt sich klassischerweise hinten noch ein. In der Nachspielzeit macht Robin Dankhoff den Deckel drauf. Waldgirmes fährt den 2. Dreier der Saison ein. Hanau rutscht dagegen auf Rang 16 ab. Bereits am ersten Spieltag polarisierte das Derby zwischen Dietkirchen und Hadamar stark. Damals konnte sich der TuS spektakulär durch ein Tor von Jason Schäfer mit 1:0 durchsetzen. Heute also das Rematch und das erste Tor nach 50 gespielten Minuten. Rot-Weiß geht hier in Führung. Leon Burggraf bekommt den Ball nach dem Freistoß direkt vor die Füße gelegt. Abtasten und ja, keinen Fehler machen ist jetzt keine Option mehr. Auf einmal drehen die Jungs vom Reckenforst am Reckenforst auf und sind nicht mehr zu bremsen. Rups, da ist er, der Derby-Held Jason Schäfer mit dem Ausgleich nur 8 Minuten nach dem 1:0. Und das war's noch nicht. Die Dietkirchener entscheiden tatsächlich auch Derby Nummer 2 für sich. Treffen durch den, der immer trifft, zur Führung Maximilian Zuckriegel. Und schauen Sie sich diese Jubelbilder an. Da versteht man sofort, wie viel dem TuS dieses Spiel gegen diesen Gegner in der Lotto-Hessenliga bedeutet. Einfach nur herrlich. Endstand 2:1. Eine weitere Rechnung offen haben die Löwen aus Kassel. Schmerzhaft war die Auftaktniederlage gegen die Eintracht, als man schon in der Pause mit 0:4 hinten lag. Heute soll das besser werden, wird es aber zunächst nicht. Stattdessen lässt Stadt Allendorf die Muskeln spielen. Toller Treffer durch Damian Häuser, der hier mit links die Pille knapp unter die Latte schweißt. Die Eintracht auch heute mit einem Frühstart. Déjà-vu, das wohl am häufigsten nachgeschlagene Wort an diesem Nachmittag. Der KSV jetzt verunsichert. Die Eintracht ball- und passsicher mit vielen offensiven Ideen und dem 2:0. Häuser steht in der Mitte richtig und kann den vorher parierten Kopfball von Vogt doch noch im Tor unterbringen. Doppelpack für Häuser statt Allendorf bis hierher. Eine Nummer zu groß für die Hausherren. Der KSV versucht darauf in der zweiten Hälfte alles, um wieder in die Spur zu finden. Mit mäßigem Erfolg bis in die Schlussphase. Die Viererkette ist an diesem Zeitpunkt schon lange aufgelöst im System von Dietmar Hirsch. Und dann ist es Salik, der hier den Anschluss erzielt. Unfassbar, 80 Minuten, läuft gar nichts zusammen. Und jetzt ist hier wieder Dampf auf dem Kessel in Kassel. Die Eintracht in der jungen Spielzeit mit spät abgegebenen Punkten auch schon stark gebeutelt und jetzt im Defensivmodus verteidigen, diszipliniert bis in die Nachspielzeit hinein. Doch Kassel kommt nochmal über Lukas Iksal, der mit der Ruhe und der Übersicht für Alban Meha
Tor, nächste Überraschung an diesem Spieltag. Kassel schafft tatsächlich noch den Ausgleich im Aue-Stadion und ringt der Eintracht einen Punkt ab. Unfassbar, 2:2. Der SV Neuhof tut sich bisher sehr schwer, Fuß zu fassen im neuen Umfeld Lotto Hessenliga. Lediglich gegen Mitaufsteiger Fernwald konnte man bisher gewinnen, die ja heute der Gastgeber sind in diesem Spiel. Und über den FSV kann man eigentlich dasselbe sagen, nur eben, dass es nicht so positiv läuft gegen Neuhof. Die Kalistädter durch Baris Özdemir obenauf. Kurz vor der Halbzeitpause ist es erneut der SV, die hier in den Strafraum eindringen und sie sehen und hören es, es gibt Elfmeter. Baris Özdemir hat Bock auf einen Doppelpack und den macht er dann auch rein. Neuhof schnappt sich Saisonsieg Nummer 2 gegen den gleichen Gegner. Fernwald hält weiter die rote Laterne in Händen. Zwischen Baunatal und Friedberg gab es am ersten Spieltag ebenfalls mehr Drama als am Broadway. Nach einem ausgeglichenen Spiel traf der KSV in der 90. nach einer Ecke. Diesmal ist es die 45. Baunatal nach einer Halbzeit vorne. Die Nordhessen bis zur 70. auch das spielbestimmende Team lassen erst gegen Ende Friedberg so wirklich mitspielen, die bis zur letzten Sekunde kämpfen und sich für diesen Kampf auch belohnen. In der Nachspielzeit gibt's hier Elfmeter. Letztes Jahr, da war der Basu für die zuständig, jetzt macht es Erding Solak. Saisontor Nummer 2 für den Spieler mit der Nummer 8. TGF erkämpft sich quasi mit dem Schlusspfiff einen Punkt im Parkstadion. Vor der Partie dachten wohl die meisten, das wird eine klare Nummer. Ginsheim wird Griesheim schlagen und an diesem Gedanken ist auch nichts Verwerfliches. Bedenkt man Form, Kader und das 1:0 durch Can Özer hier per Elfmeter, schraubt da sein Torekonto damit schon auf 5 Buden. Griesheim bis hierher gar nicht drin im Spiel, aber vielleicht geht ja was per Freistoß. Ja, kann man mal so treten. Elfer Fui stellt nur 3 Minuten nach dem Führungstreffer alles wieder auf 0. Und dann anschließend wird es super kurios. Özer tritt in der 56. und in der 72. erneut zum Elfmeter an und scheitert gleich zweimal am glänzend parierenden Jivan im SCV-Tor. Der VfB versteht die Welt nicht mehr. Die Viktoria hingegen hat die Übersicht. Schöner Lupfer da, eine Lauf von Pascal Storck, der sich nicht zweimal bitten lässt. Spiel gedreht, Spiel gewonnen. Der SC Viktoria entführt kurios 3 Punkte aus Ginsheim und beendet somit seine Negativserie mit dem ersten Punktgewinn. Weiter geht's in Ellersheim. Hier kommt es zu einem spannenden Duell zweier Teams, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hatte für Spitzenpositionen in der Tabelle. Aber hier spielt der Vierte gegen den Dritten und der aktuelle Dritte geht hier in Führung durch Dauerbrenner Nils Herth. 10. Minute 0:1. Das dann auch lange der aktuelle Stand, bis Akbulut spät in der Partie per Elfmeter ausgleicht. Alles wieder offen also für die Schlussminuten, in denen der FCE das glücklichere Händchen hat. Ein langer Ball reicht hier aus, um die rot-weiße Defensive aus dem Tritt zu bringen. Leonardo Bianco macht da den Geleitschutz, er hält die Pille und schiebt sauber ein. Eddersheim dreht das Spiel und überholt Waldorf in der Tabelle. Zum Abschluss haben wir noch einen ganz trockenen Butterkeks. Im Derby zwischen Steinbach und Fulda-Lehnerz fallen keine Tore. Steinbach feiert den Punktgewinn. Die Barockstädter geben zum ersten Mal in der neuen Runde welche ab. So, hier kommen die Ergebnisse. Ungewohnt ruhig war es diese Woche. Vielleicht die Ruhe vor dem Sturm? Wer weiß. In der Tabelle bleibt die Barockstadt auf 1, Eddersheim übernimmt zunächst die Verfolgerposition. Unten holt Griesheim den ersten Dreier, macht aber keine Sprünge in der Tabelle. Salik vor Özer vor Akbulut. Bei den Torjägern geht es auch weiterhin ganz eng zu.
Und das war sie, diese doch sehr abgespeckte Ausgabe der Torshow. Ich vermute, Großes nächste Woche. Neuhof trifft dann auf Fulda Lehnertz, Dreieich auf Kassel und Waldorf empfängt den VfB. Das wird ein Fest. Bis dahin, machen Sie's gut.